Yes. Lass mich mal gucken. Hast du noch eine? Ich glaube, ich habe noch eine. Aha. Oh, das ist natürlich eine Frage, die ich tagtäglich mehrmals bekomme. Releases switchen. Geht das? Und wenn ja, wie? Yes. Vielleicht zuerst der Begriff switchen, bitte. Switchen, also im Endeffekt, es geht darum, ich bin ein Label, ich habe 30 Tracks schon rausgebracht, bin aber unzufrieden mit meinem derzeitigen Vertrieb und möchte gern, lass mal das Beispiel nehmen, zu dick das jetzt rüber switchen. So, dann würdest du erstmal natürlich bei uns dich melden, würdest einen Account aufgesetzt bekommen und dann, um sicherzustellen praktisch, dass deine Musik ja auch übertragen wird auf uns, müsstest du erstmal hergehen und sagen, hey, du musst deinen Katalog, den du auf deinem anderen Vertrieb bereits hast, genauso online bringen. Ja. Also wir brauchen natürlich auch die gleichen Metadaten, die Audiofiles, die Artworks etc., um das überhaupt mergen zu können. Ja. Also dass die Statistiken 1:1 auch übernommen werden. Weil tatsächlich, es funktioniert nicht, den gleichen Katalog auf zwei Labels gleichzeitig, auf zwei verschiedenen Vertrieben gleichzeitig online zu haben. Mhm. Weil es gibt beispielsweise DSPs wie Beatport oder Tracksource, die einfach nur einen Vertrieb pro Label erlauben. Ja. So. Yes, also du würdest praktisch auf deinem Account deine Releases nochmal erneut hochladen. Wir würden die dann ausliefern. Das würde dann auf Spotify gemerged werden. Ja, also sofern die gleichen Daten angegeben werden, werden praktisch die Statistiken übertragen, aber eben auch Playlist-Platzierungen etc. Ja. Und ist das dann passiert, dann kannst du im Endeffekt hergehen und den Katalog auf deinem alten Vertrieb herunternehmen. Und es wurde damit dann sichergestellt, dass eben ja, Statistiken etc. einfach übernommen wurden. Ja. Jetzt muss man dazu sagen, bei Spotify ist es tatsächlich so, wir haben extra ein Tool dafür gebaut, das im Endeffekt erlaubt, per Knopfdruck Katalog, den du auf Spotify hast, bei uns in die Maske zu importieren. Also du würdest dir massiv Zeit sparen, ja, dadurch, dass Metadaten wie ISRCs, UPCs, diese ganzen Codes, die sich sowieso wahrscheinlich keiner merken kann und sich nicht richtig aufschreibt und notiert, die würden automatisch importiert werden. Also es nimmt extrem viel Hustle einfach. Ein paar Daten brauchen wir dann trotzdem, also sowas wie Audio-Files und Artworks können wir einfach nicht automatisch aus der Maske ziehen, aber eben der Großteil der Metadaten würde automatisch importiert werden, sodass du einfach gar keinen Stress hast, praktisch deinen Katalog erneut hochzuladen. Wie gesagt, jetzt bei 30 Releases wäre das sogar noch überschaubar, aber wenn du jetzt einen Katalog hast für 300 Releases, dann wäre das schon sehr, sehr mühselig, jedes einzelne Release nochmal neu einzutippen. Und das war auch einer der Gründe, warum wir uns dazu entschieden haben, so ein Spotify-Importer-Tool zu bauen, was es halt einfach tausendmal leichter macht, den Vertrieb auch zu switchen. Und man muss es auch ganz einfach sagen, das ist aktuell die technisch einfachste und unkomplizierteste Lösung für das Label zu switchen. Ja. Es geht aktuell tatsächlich nicht einfacher als wie zum Beispiel mit unserem Spotify-Importer, weil, wie du schon sagst, wir ziehen uns alle Daten zu allen Releases, die wir online kriegen können. Das Einzige, was wir uns nicht ziehen, sind die Daten, an die man eben online nicht rankommt. Das ist natürlich Audio, weil es einfach Diebstahl wäre und das Artwork. Ja. So. Und der Vorteil ist eben, mit ganz wenigen Klicks warten da alle einzelnen Releases bereits in eurem Dictus-Account. Und alles, was ihr im Optimalfall machen müsst, ist per Drag and Drop die Artworks und die Songs noch hinzufügen. Und dann kann es im Grunde genommen losgehen. Und auch dann, wenn man es noch ein bisschen faktischer betrachtet, liefern wir die Musik aus und dann sind für eine kurze Zeit zwei Releases auf Spotify online. Ja, genau. Ja? Und dann haben wir aber ein Team und das möchte ich so rausarbeiten, weil das immer eine Frage ist, die bei mir dann als Follow-up kommt in den Gesprächen. Ja, geht das dann auch alles gut und so? Und wir haben hier ein sehr, sehr, sehr kompetentes Tech-Team sitzen, die schon super viele und super große Switches betreut haben. Und die gucken wirklich, ob alles stimmt. Die gucken, sind alle Playlist-Platzierungen da? Die gucken, sind alle Streams da? Und erst wenn alles stimmt, dann wird sich darum gekümmert, okay, hey, ihr könnt jetzt beim anderen Vertrieb die Musik runternehmen. Es ist alles gemerged und dann ist der Switch vollzogen. Also da verrutscht nichts. Ja. Und das ist die
die wichtige Essenz am Ende, glaube ich. Und es geht halt auch nichts verloren. Das ist halt die große Angst ja auch von vielen Labels, gerade von Labels, die einen super starken Katalog auf Spotify haben, die super geile Playlist-Platzierungen haben, die, keine Ahnung, teilweise Tracks mit 20 Millionen Streams haben. Natürlich, ich verstehe das absolut, dass das irgendwie erstmal im Kopf ist, hey, ich verliere das ja, wenn ich meinen Vertrieb auch switche. Aber nein, das ist tatsächlich auch eine gängige Methode. Wie gesagt, wir machen das schon seit Jahren. Und vielleicht auch nochmal anknüpfen an das, was du gesagt hast mit den fehlenden Sachen wie Audio-Files und Artworks. An der Stelle sei gesagt, wirklich macht euch Ordner, speichert euch die Sachen ab, weil es kann ja immer mal wieder sein, dass ihr unzufrieden seid mit eurem derzeitigen Vertrieb und switchen möchtet, dann braucht ihr diese Daten. Und es gibt halt super viele Labelpartner, auch mit denen wir schon in der Vergangenheit zu tun hatten, die diese Daten einfach nicht mehr haben und dann teilweise hergehen mussten und auf Beatport dann die Releases nochmal alle kaufen mussten. Ja, weil Spaß, ja. Beatport dieses Format AIFF, glaube ich, erlaubt, wo du praktisch Artwork und die hochauflösendste Wave-Datei im Endeffekt zugespielt bekommst und so an diese Daten auch kommst, weil ansonsten ja, ist es halt schier unmöglich, da nochmal ranzukommen, außer natürlich euer alter Vertrieb ist da kooperativ und schickt euch die Daten zu, wobei auch da gab es schon einzelne Labels, die gesagt haben, hey, klar, was hat der Vertrieb noch für ein Interesse, mir jetzt die Daten nochmal zuzuspielen? Ja. Genau, also das immer im Hinterkopf behalten, speichert euch die Daten ab, sei das jetzt irgendwie auf dem Backup, auf einer Backup-Festplatte oder irgendwie in einem Google Drive oder Dropbox, wie auch immer. Ganz wichtig. Lohnt sich, ja. Auf jeden Fall. Ja. Und vielleicht nochmal auch an der Stelle, weil mir das auch gerade kommt, klar, wir haben ja auch bei Dictys die Möglichkeit über Dictys Vault, beispielsweise, wir speichern für euch im Endeffekt diese Daten ab. Also wir sind nochmal als zweites Backup so gesehen dahinter. Und solltet ihr die Daten brauchen, könntet ihr euch die jederzeit über Dictys App dann runterziehen. Ja, alles, was ihr braucht. Yes.